Es gibt nichts Beängstigenderes als das Unbekannte. Und du hast mich davor beschützt. Danke. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Das ist der Ort. Verbrennen wir ein paar Waren. Mir wurde und... Du! Bitte! Hilf mir! Die Götter haben es... Komm und hol's dir. Du bist frei. Du kämpfst wie ein Spartiat. Du bist entschlossen. Was haben wir gemeinsam? In den Flammen waren Unschuldige gefangen. Die in dem Lagerhaus? Habe ich längst befreit. Ein guter Soldat tut, was ihm gesagt wird. Ein großer ist immer zwei Schritte voraus. Danke. Ich bin Alexios. Ich würde mich auch bei dir bedanken, wenn ich deinen Namen wüsste. Brasidas von Sparta.
Du bist neu hier in Korinth. Du bist auch ein Spion? Eine spartanische Taktik. Oh, ich hab Mittel und Wege. Ich bekomme das Gefühl, das gehört in Korinth dazu. Antusa hat ihre Hetären in jeder Ecke. Ah, Antusa. Wir sind uns uneinig, haben aber einen gemeinsamen Feind. Den Höker? Wir sind uns einig, dass er sterben soll, aber uneinig wie. Also hat Sparta auch ein Höker-Problem. Was weißt du über ihn? Seine Waffe hat eine große Reichweite. Korinth kämpft an Spartas Seite. Es ist unsere Pflicht, sie zu beschützen. Dann ist deine Zusammenarbeit mit Antusa der sicherste Weg. Wenn es nach ihr ginge, würde der Höker durch die Straßen getrieben. Sparta will, dass er leise erledigt wird. Was willst du mit ihm anstellen? Der Höker hat Korinth unter seiner Kontrolle. Ich will ihn mit möglichst wenig Blutvergießen ersetzen. Er verlässt den Thron nur, wenn er stirbt. Ganz einfach. Ja. Er spricht nicht die Sprache der Diplomatie. Überrascht mich nicht, nach all dem, was ich hörte. Wir haben seine wichtigsten Männer festgenommen, die Bürger bewaffnet, versucht, die Polis gegen ihn aufzubringen. Nichts half. Es bleibt nichts, außer einem schnellen Schnitt mit dem Schwert. Das hilft meistens. Wir locken ihn in die heilige Höhle Korinths und dann ist es vorbei. Wenn ich Korinth verlasse, ist der Höker lange tot. Tötest du ihn, wird Sparta in deiner Schuld stehen. Auch ich war einst Spartaner. Einst? Bis ich als Kind vom Taygetos-Gebirge geworfen und zurückgelassen wurde. Du bist der Sohn von Nikolaus von Sparta? Ganz Sparta kennt deinen Namen. Du bist hier? Und du bist am Leben? Unmöglich! Ich habe überlebt. Selbst großgezogen, während das Leben in Sparta weiterging. Ganz gleich, ob man aus Sparta ist. Die Guten werden vergeben und ihnen sollte vergeben werden. Ich bin auf der Suche nach meiner Mutter Myrine. Und nur Antusa kann mir helfen. Ja, Myrine. Du kanntest Nikolaus. Ein guter Befehlshaber, aber ein sturer Spartiat. Und entlohnt für seine Loyalität. Aber er verschwand und seine Leiche wurde nie gefunden. Der Staat hat ihn für tot erklärt. Ist schon gut. Ich sah ihn zuletzt, als ich ein Kind war. Du weißt nicht zufällig etwas über sie, oder? Ich weiß, dass niemand solch eine Tragödie allein ertragen sollte. Und ich hörte, dass sie in dieser Nacht Sparta den Rücken kehrte. Niemand hat sie vergessen. Soweit ich weiß, wollte sie vergessen werden. Es gibt keinen Weg zurück. Die Vertriebenen finden immer wieder ihren Weg nach Hause. Die Götter haben nur entschieden, dass du dafür kämpfen musst. Gibt es denn nicht einfacher? Kopf hoch, Spartiat. Einfach gibt es nicht. Wiedersehen, Brasidas. Wir sehen uns wieder. Ich werde mit dir kämpfen. Sei mutig.